Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play DayZ. Es war ja nochmal echt Action in der letzten Episode. Hier sehen wir Currywurst, eine junge Lady von Welt. Hier der Tommy am Start, da vorne der Benny und hier der Dennis. Mal wieder eine kurze Vorstellungsrunde für die, die wissen wollen, wer ist. Wir haben uns mittlerweile so ein bisschen noch umstrukturiert. Wir haben uns ein Markenzeichen überlegt, dass wir alle uns diese schwarzen Helme holen und möglichst einen grünen Rucksack. Und dass wir uns ein bisschen unterscheiden können, weil wir hatten ja oft in der Vergangenheit das Problem, ne, Jungs, oder? Genau. Ja, und nicht wussten, wer es jetzt wäre. Und vielleicht hilft das, ja. Natürlich könnte das auch ziemlich auffällig werden und plötzlich ziehen das alle an und denken dann, spätestens ja, uns jetzt damit zu untergraben. Ja? So, das wo sind wir denn? Kann das jemand mal sagen, lokalisieren, wo wir sind gerade? Ja, zwischen Valota und Tscherno gerade. Okay. Und wir haben ja gesagt, wir gehen nach Tscherno, weil wir brauchen vor allem Essen und Trinken. Vielleicht haben wir ja Glück und in der Tankstelle ist schon was. Okay, ich gehe da jetzt das rein. Das könnte passieren, ja. Also wie gesagt, der Server ist ziemlich, ziemlich voll. Einmal eingeblendet, neue Session übrigens, hier geht's richtig ab. Sandalen ist auch gerade angelockt. Ich kann sagen, Alter. Da kann ja nichts mehr schief gehen. Die Sandalen. Die mit Socken wahrscheinlich. An der letzten Folge hatten wir noch so einen kleinen Kampf gegen so einen Scharfschützen. Boah, ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Hier ist nichts, wir sind die Gegend, ist gespottet. Ja, schon was länger, ja, als wir die Aufnahme gemacht haben. So, und wir sind jetzt quasi auch in den USA, zumindest jetzt, wenn die Folge bei deinem Monitor findet. Das schöneres Wetter als hier vermutlich, wa? Ja, wahrscheinlich. Ich bin ja jetzt noch nicht da, genau jetzt zu diesem Zeitpunkt zumindest noch nicht, aber bei Superhomies und bei Saraza auf Facebook und so berichte ich natürlich und es wird auch weiterhin Let's Plays geben. Keine Sorge an dieser Stelle, ich werde von dort aus aufnehmen und bin dann ein bisschen länger da, aber ich komme natürlich wieder zurück. Also jetzt gerade in dem Zeitpunkt bist du da. Also nicht jetzt, wo wir aufnehmen, aber da, wo der wo diese Folge über den Monitor flimmert. Wir nehmen halt ein paar Folgen im Voraus auf, gerade wegen der Reise, damit ich mich da auch ausrüsten kann und dann direkt hier am Start gehe. Und man kann ja sagen, muss ja ein bisschen was mitschleppen. Gerade während wir hier aufnehmen, hatte Tommy auch heute Geburtstag, ne, Tommy? Das stimmt, ja. Genau. Und das kann man auch sagen. Ja. Happy Birthday to you. Happy Birthday! Mr. President, mach den Curry jetzt nicht. Komm, komm, Curry, jetzt hast du angefangen, jetzt musst du auch durchziehen. Ja. Happy Birthday, Mr. President! Alter, klingt das schwul, ey! Vielen Dank auf jeden Fall, vielen, vielen, vielen Dank. Ja, ich hoffe, dass wir hier ein bisschen Glück haben in der Spieler! Seite. Was, wo? Ich wollte nur gucken, ob ihr aufmerksam seid. Ach, Dennis, nee, komm. Guck mal, der, jetzt hör mal auf mit dem Scherz. Der mit dem grünen Rucksack ist sofort zickzack gelaufen, sehr gut. Ja. Machst du jetzt Reaktionstest mit uns? Mhm. Hab ich bei Mundal gesehen, weißt du? Ne. Ich visier mal an. Zombie. Zombie? Achso. Da oben könnte natürlich auch wer sein, ne? Was heißt denn da oben? Ich hab eine Axt. Was ist denn da für ein Scheiß? Zombie kommt. Okay, ich widme mich ihm. Schön auf den Kopf, ist fertig. Ja. Komm, sag mal, zeig deine Skills. Wo geht der denn hin? Ah. Wie er rumbuggt, ey. Hitte den weg, komm. Alter. Vorsicht, weg. Boah. Ich geb den lieber ein paar auf den Rücken. Da fällt er dann hoffentlich die Fresse. Gib ihm. Ja, ich hab Shadow. Alter, boah, was die aushalten, oder? Ja, das ist mega krass. Echt, ohne Scheiß. Ich hab zum Glück nichts abbekommen. Ich bin auch healthy und hydrated, aber ich habe nichts mehr zu füttern. Nur noch ein bisschen was zu suffen dabei im Start. Und wie sieht's bei euch aus? Ebenfalls ähnlich. Ich hab aber nichts mehr zu essen und nichts mehr viel. So, und zu jetzt müssen wir vorsichtig sein. Wir haben abgestimmt, der Benny ist diesmal der Gruppenanführer. Muss ein bisschen lauter werden, ein bisschen schreien, weil ich höre ja auch oft nicht zu, muss ich ehrlich gesagt zugeben, weil ich dann so in der Action drin bin. Deswegen muss der Benny heute das Ruder übernehmen. Und wir müssen natürlich ein bisschen flotter vorgehen, damit wir jetzt nicht gleich verhungern hier in der Gegend, aber halt auch immer ein bisschen strategisch. Zombie links. Auf 11 Uhr Zombie, 11 Uhr Zombie. Hattet ihr auch den Fehler? Was, Fehler? Nee. Ich hatte gerade wieder so einen Texturfehler. Achso. Oh, oh, oh. Schlechtes Wetter auch hier in DayZ. Feuerwehrtower ist keine. Motorhelm. Ja, hab ich auch gerade. Das? Hab ich auch, ja. Aber ich glaube, der Server leckt auch ein kleines bisschen auf jeden Fall. Bisschen leckt der, glaube ich, ja. Ah, ich weiß auch nicht, wo ein Salzstein oder so. Schlachthaus heißt das gute Stück, ne? Zombie. Oh, das ist der Zombie. Kommt auch schon. Soll ich schießen? Nicht schießen, nicht schießen. Da kommen ganz viele, lieber mit der Axt.
Komm her, mein so Guter. Langsam auf der Stelle jetzt. Ne? Ja. Ja, ja, der trippelt so rum. Der ist ein bisschen bescheuert, oder? Ein bisschen besoffen. Jetzt kommt er da rüber. Oh, rennt er denn hin? Gegens Haus erstmal. Wer mit wem anders? Wenn er gegens Haus rennt, ist das aber sehr komisch. Nee, der ist einfach gegen die Wand gelaufen. Da ist guck mal, da ist auch keiner drin. Nee, nee. Ich will zu fight, du blödes Ding. Töte ihn, Dennis, töte ihn. Mach ihn fertig. Rette uns. Ja, ja, sauber, mein Lieber. Wie früh auf dem Schulhof. Sehr schön, der liegt da. Beim Versteckspielen, wie wir bei der GTA-Folge gelernt haben. Mit den Steinen. So. Okay. Ich kann jetzt auch ein bisschen spotten zumindest. Ist es bei euch auch SKS so, wenn ihr anvisiert, dass dann auf einmal das Bild ein bisschen unscharf wird? Ja, manchmal ist das so, wenn du rennst. Ja. Bisschen. Ja. Moment, man kann ja natürlich auch mal wieder den Grafikmodus gucken auf Video, obwohl das nee, ist bei mir eigentlich alles okay. Leute, da steht ein Zombie auf dem Dach. Lass mal zur Feuerwehr. Auf der Halle. Der hat dann doch jemanden verfolgt, oder? Zur Feuerwehr. Nee, guck mal, der steht da oben auf, der Dach, auf dem Dach, wo ich jetzt hingucke, geradeaus, 12 Uhr. Seh ich gar nicht. Auf der Halle. Warte, ich stell ja, mich mal ja, hin. Ja, ich seh ihn. Geil. Stimmt, jetzt hab ich ihn. Ey Leute, wir müssen ein bisschen aufpassen, Nicht oh, jetzt so rennt er los. Nicht so. Okay, ja, warte mal, der rennt in die Luft. Mal gucken, was passiert. Rennt er auf. Der rennt runter. Der hat uns, kann er doch nicht gespottet haben. Da muss jemand sein. Das ist zu weit weg. Kann da muss jemand sein. Okay, Benny, los geht's. Spätestens sehen. Ja, okay. Wir laufen hier entlang. In Bewegung bleiben. Auf geht's. Habe ich auch durch viele Kommentare gelernt mittlerweile. Und ich werde es immer noch nicht beachten manchmal. Verspreche ich euch. Alter, hier hatten wir auch Action schon, ne? Ja, hier ging's schon mal übel ab. Okay, kurz sammeln. Hier hinten scheint frei zu sein. Curry, du hast einen Sniper, oder? Ja. Kannst du mal in den Turm gucken? Da ist keiner drin. Deck den Rücken. Ist leer, der Turm. Okay. Von der Feuerwehr meinst du, ne? Genau. Ja, wir müssen jetzt leider über die Wiese. Ich gehe vor. Wenn der Dennis wollte heute ihn umbringen, ne? Genau. Der sagt jetzt, kurzer Prozess, heute keine netten Leute mehr, wir sind jetzt Hardcore. Vorsicht, da oben müssen wir spotten, ne, den Turm. Haben wir schon. Okay. Herr Saraza. So, eben erledigt. Wollt ihr da hinten auch einen Supermarkt? Der Server ist voll, aber hier ist keine Sau gerade. Ja, es ist ja nichts Neues, wir sind ja immer auf vollen Sau. Und sind noch keine zum Sau. Die Ruhe von dem Sturm? Weil dann weiß man ja nie. Und das gehört halt auch dazu, ich finde, okay, ich weiß nicht, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob man das rausschneiden sollte. Ich gebe euch mal Deckung, nee, sollte diesen man nicht, Laufweg das gehört zum Action. Let's Play dazu. Wir machen ja keinen Let's Cut hier, finde ich. Der Highlight. Genau, das ja, ist wir cutten ja auch schon diese Laufszenen raus und so, wenn wir looten, ne, das ist ja eigentlich auch ja schon größtenteils zumindest. Ich finde, wie es ist, ist ganz cool eigentlich, weil wir plaudern auch immer, wenn wir ein bisschen laufen und so weiter. Finde ich gar nicht mehr so schlecht. Renn rein. Go. Okay, ist auch ungelootet sogar. Alter, ja, hier ist eine Weste, cool, eine Hose. Cool, ich will die Axt. Nimm sie dir, gönnen sie dir. So, ich schau hier die Straße entlang, ihr könnt mal in der Zeit looten gehen. Hey Leute, hier ist Essen. Ja, super, sau mitnehmen. Oh, ein Bacon Bean. Oh, ich habe aus wie ein ausgetauscht. Chestholder will der wer haben? Ah, hier ist sogar ein Salin-Bag, ein würde komplettes. Nehmen, ja. Ja, nimm mal mit, super. Ja. Den Chestholder kannst du hier nehmen, der liegt hier unten, Tommy. Jo. Geh mal nach oben in den Turm. Und ein Start, geht es auch hier? Hab ich. Ey, hier ist ein UN-Helm, den kann wir nehmen, den können wir schwarz ansprühen. Ja, wir haben noch, genau, wir haben die Sprühdose. Ich geh mal auf die zweite Etage, wer noch keinen Helm hat. Ich geh nach oben. Oh, das ist ein, ne? Ja, genau, nimm mal jemand den UN-Helm mit. Warte mal. War da gerade jemand? Der Tommy oder der Flo braucht noch einen. Ich bleib hier unten. Der Benny und der Tommy brauchen noch einen auf jeden Fall. Ja, der kann jetzt genau, hoch. Aber den UN-Helm müsste man ja auch schwarz ansprühen können. Das Tommy, geh ruhig hoch auf die zweite Etage. Ja, okay, dann geh ich hoch. Ja. So, dass wir. Oh, sorry, Alter, ich geh weg. Kein Problem. Hier ist der Helm, hier legt der Helm, ja, hier liegt der Helm. Ich geh wieder runter, nicht, dass wir uns hier totlitschen. Curry und ich haben die beiden Eingänge im Visier. Ich habe ein bisschen was zu essen gefunden, aber nicht wirklich viel. Und eine Dose. Das ist besser als gar nichts. Nimm mal den Hintereingang gerade unter die Lupe. Habt ihr zugemacht? Okay. Gut zu wissen. Okay, sagt bereit, wenn es weitergeht. Hier oben liegt meine Gasmaske jetzt, die kann einer von euch haben, die kann ich nicht zum Helm anziehen. Nee, kann keiner, aber du musst den Helm unbedingt noch umfärben. Okay. Habt ihr was zum. Habt ihr das? Ne, haben wir nicht. Der Dennis hatte, glaube ich. Ja, komm mal her, Tommy. Ja, ich hab versteckt euch da hinten, wir decken die Tür in der Zeit. Ich geb dir mal schwarze Farbe. Guck mal auf den Hinterausgang gerade. Ah ja, cool. UN. Bist ein Blauhelm?
Ein Mann für eine friedliche Mission. Und während ihr diese Folge hier gerade seht, kann es sein, das ist ein wichtiger Hinweis, es kann schon passiert sein, aber die Entwickler von DayZ tun jetzt alle 32-Bit-Versionen, also alle, die ein 32-Bit-Betriebssystem haben, können kein DayZ mehr spielen. Das heißt, ihr müsst auf 64-Bit, was die meisten wahrscheinlich schon haben, aufstocken. Sonst könnt ihr kein DayZ mehr spielen. Das hat den Grund, weil man möchte natürlich ein bisschen mehr Leistung aus dem Spiel kitzeln und dass es ein bisschen flüssiger läuft. Finde ich und, gut. Finde ich auch sehr jeder gut. Jeder Game hat ein 64-Bit-System. Zumindest jeder, der Game DayZ zockt eigentlich. Genau. Oder? Ich weiß gar nicht. Wäre mal eine interessante Frage. Arbeitet ihr noch unter 64 oder 32-Bit? Also gesagt, laut den Entwicklern, interessiert mich immer sowas. Laut den Entwicklern sind es nur noch 5% von den DayZ-Spielern, die eben keinen 64-Bit haben, aber... Dennis, bist du das hier vor mir? Pass auf, wir brauchen dann am besten noch eine grüne Klamotte für den Pulli. Warte mal ganz kurz, Walle, Ja, genau, ist richtig. Ja, ich werf die Dose mal raus, ja? Ja. Sorry, Walle, wollt ihr nicht unterbrechen? Nee, easy, nur wir brauchen dann am besten noch eine grüne Klamotte. Ja, hier, nimm dir mal die grüne, obwohl der... Genau, da liegt doch irgendwo eine grüne Hose dahin. Ja, die kann er ja erstmal anziehen, er hat schon wenigstens etwas Grünes an sich. Obwohl, ich bin jetzt auch noch schwarz, ist aber eigentlich auch wurscht, oder? Ich glaube, wir haben halt den schwarzen Helm, ne? Der schwarze Helm und grüner Rucksack ist halt ganz gut. Obwohl, der eine schwarze Hose, der Tommy braucht ein neues Hemd, das blaue ist eh scheiße. Ja, das ist nicht so cool, auf jeden Fall. Aber der Helm ist schon mal ein ganz guter Indikator, weil schwarze Helme haben nicht so viele. Ich muss jetzt noch den Benny einorgen. Okay, Benny, was geht ab? Sollen wir los? Ja. Vorne raus. Okay. Ich schiebe euch Deckung. Dann vor. Geht zur nächsten Mauer, zack, rüber. Oben kein Sniper, ich hab da hingeguckt. Ja, gerade aus dem Zombie. Raus, geh raus, Curry, ich hätte Deckung. Ich würde sagen, wir pesen direkt nach Elektro durch. Obwohl, eigentlich sollten wir uns erst noch ein bisschen Nahrungsmittel beschaffen. Also rechts von uns ist noch ein Supermarkt, ne? Ja, also weiter hinten durch. Da hinten? Nur ein Zombie. Der Server scheint ziemlich ungelootet, erstaunlicherweise. Der hat alle zwei Stunden, glaube ich, ein Restart. Ja. Das ist gar nicht mal so schlecht. Mir ist ziemlich gut sogar. Okay, hier hinten lang, hinterm Haus. Ja, da sind wir auch direkt beim Supermarkt. Ist der Benny? Ach, da. Oh Mann, die Stelle kommt mir noch bekannt vor, euch auch. Oh, ja. Ja. Curry, dann geh du mal vor. Ja, komm mal mit. Straße ist sauber. Straße ist sauber. Die Hinterhöfe. Kirche wurde gescheckt. Ja. Da haben wir ihn auch schon. Super. Ich guck mal ganz kurz an die Küste lang. Oh, das Haus hier ist offen. Ja, wir sind ein bisschen getrennt jetzt auch. Oh, seid ihr... Soll ich euch mal... Wenn bei der Kirche war offen. Ich komm jetzt kurz zurück und hol euch ab. Ich hab die Kirche gecheckt. Ja, warte, komm da rüber. Gegenüber von der Kirche ist das Haus auch offen. Ja. Bin mit dem... Wo bist du? Komm zurück, Dennis. Lass uns dich so aufteilen. Ja. Komm, wo bist du, Tom? Bin bei... Folgt mir mal. Super. Wer hat das Haus hier aufgemacht? War das einer von euch? Nee. Okay, nee, aber hier hinten stehen die Türen auch auf. Also manchmal kann es sein, dass die Türen auch offen sind. Ja, aber halt trotzdem lieber halt noch ein bisschen nochmal Sicherheit machen, ne? Meisten wollen halt schnell hier durch und in Richtung Balota, ne? Ja. Da kann es auch mal sein, dass sie die Feuerwehrstation auslassen. Ich habe was zu essen gefunden. Sehr gut. Wir müssen uns erstmal ein bisschen noch ausstatten, bevor wir nach Elektro gehen, auf jeden Fall. Was ich empfehlen kann, sind immer die Bars, Leute. Ah, Alter, was riecht denn hier bitte? Ja, nimm dir das. Die Kartoffel können wir eigentlich auch nehmen, wenn die gut ist. Genau. Ein Sickle. Ja, eine Potato. Kann man die auch roh essen, ne? Was hast du die einfach mal? So ein Haken. Aber brauche ich echt nicht. Ein Haken? Mhm. Okay. Sickle. Ach, das wird wahrscheinlich... obwohl. Wahrscheinlich irgendwann später, wenn man dann kochen kann, oder? Könnte ich mir vorstellen. Ja, hier ist leider auch nicht mehr so viel, ne? Also ganz kurz in Lage, wo seid ihr denn? Was ruckelt da gerade so? Was war das denn? Wir sind immer noch im Lebensmittelladen gerade. Okay. Seh den. Bin gegenüber. Ach so, nein, abbrechen. Straße ist immer noch sauber, sieht kein Gegner. Nein, was man trinken nicht abbrechen geht. Boah, da ist gerade wer draußen lang gelaufen. Ich wahrscheinlich. Okay, ja, schwarzer Helm, ja. Das trinken ist doch gar nicht mal so schlecht, das brauchst du ja gar nicht eigentlich so mittragen. Das kannst du direkt immer auftrinken. Bin drin, bin im Supermarkt, schließ die Tür am besten mal. Ja, eigentlich. Ah, okay, schon. Ich bin am Start. Ich habe zwei Dosen zu essen im Notfall. Ja, ist gut. Okay, Richtung Kirche. Okay, go. Ein nach dem anderen.
Und ihr habt auch noch ein bisschen was zu essen, jeder, oder? Ich hab noch jede Menge Dosen zu trinken, Ich nichts mehr, Ich hab eine Dose gefunden. Brauchst du was, Tommy? Nee, gerade nicht, akut nicht. Ihr müsst unbedingt diese Bars immer... Guck mal hier. Ja. Hier, diese Barwalle hier, links von dir jetzt. Geh mal da rein. Ja, ich bin das hier, oder was? Ja, die habe ich aufgenommen, die habe ich schon, da war ich schon drin. Ja, das sind ja so kleine Läden, ne? Die hier ist so eine Sichel drin, das meinst du? Ja, die Sichel meine ich, genau. Ich habe das Wort gesucht dafür, die Bezeichnung. Nee, in der anderen Bar ist nicht zu finden. Die Jungs sind schon wieder vorne weiter. Ich sehe den Benni da. Seid ihr? Ja, warte, zurück. Von der Kirche? Ja, ich sehe dich. Auf dem Friedhof? Ja. Geh ab zum Friedhof, komm, sammeln. Ist ja kein Gegner. Ab geht's. Ja, wir gehen nach Elektro. Hier ist jetzt der große Marktplatz. Hier ist wieder so ein Eckhaus, wo noch was drin sein könnte. Ja, lass da mal rein. Ja. Kann man da auch... Warte, da steht doch wer. Müsste, ne? Oh. Steht, das ist ein Zombie, das ist ein Zombie, ich dachte gerade. Hier ist jemand. Nee, wer ist da vorne? Curry, bist du das? Nein, nee. Ich bin hinter dir. Da ist jemand um die Ecke. Achtung, Achtung. Achtung, da ist jemand. Der ist nicht mehr da. Wo ist der denn? Schnelle Reaktion. Okay, andere Seite vom Haus. Warten. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Da ist er. Zurück hinter die Friedhof. Okay, er schießt. Der ist da. Er zielt. Okay, ich glaube, er hat keine Muni, sonst hätte er geschossen. Okay, wo denn? Wegziehen. Da. Da ist er. Schießen. Nee, warte. Okay. Töte ihn. Ja, ich hab ihn erwischt. Musste ich, der hat geschossen, tatsächlich. Nicht alle, nicht alle dahin gehen. Nicht alle dahin gehen. Ey, grüner Rucksack. Wir haben Schüsse auf uns erledigt. Spottet mal bitte die Gegend. Essen, spottet mal die Gegend, bitte. Einfach alles mit. Ey, nimm dir mal was Essen mit. Ja, aber bitte jemand unbedingt die Gegend spotten. Ja, ich guck hinter uns. Wurde zum Glück nicht getroffen, ey, es war knapp. Aber man kann die Leiche jetzt auch verstecken. Ich muss kurz reingehen. Warte, schau lieber, was er noch hat. Ja, okay, wir haben Tommy, nimm dir die Sachen bei der Leiche. Nicht, alles gleich, genau, gehen. Leute, nicht hektisch werden. Der hat SKS-Munition. Ich hab keine Muni mehr, SKS-Munition brauche ich dringend, Alter. Ja, der hat 9 Schuss noch hier drin. Ja, ich hab nichts mehr fast. Ich hab nur noch ein Magazin jetzt. Und dann wird's eng. Eigentlich nicht die richtige Option, nach Elektro zu gehen. Nimm am besten die Pistole mit, da sind auch jede Menge Schuss dabei. Ich brauch noch einen mehr hier, der deckt. Da ja, ich bin da. Hier, Leute. Ja. Einer muss ich mach hier die noch andere abdecken. Richtung. Ja, das ist scheiße. Mach die andere nach dem anderen. Okay. Nimm die SKS-Munition mit. Ich brauch, wenn es geht, 10 Schuss. Hat er noch mehr dabei oder nur so wenig? Ruiniert alles. Ja, ist keine Munition mehr da. Nimm die, wechsel die Muni. Nichts mehr da. Nur aber noch, du kannst, die Muni ist egal. Nur noch für die Magnum. Brauchen wir nicht. Hat es nicht gelohnt, den mit nicht der so SKS viel, zu erschießen. Aber nicht ich so muss viel mitnehmen, was wir können. Nur das Wichtigste mitnehmen. Wir dürfen mit unserem Loot nicht alt werden übrigens. Das ist sehr wichtig. Wir müssen uns immer verbessern eigentlich. So, er hat geschossen dann auf einmal und dann habe ich gedacht, gut, dann schießt er. Ja, er wollte erst nicht schießen und dann haben wir halt das Feuer eröffnet. Aber gut, ja, und dann hat er auch auf mich geschossen und dann habe ich ihn umgenutzt. Ich dachte eigentlich, er hätte keine Muni, aber... Und dann alle, die jetzt in die Kommentare schreiben, ihr solltet erst reden und dann schießen, also... Ja, das ist jetzt egal gewesen, das genau. Konnte man, das war ein Missverständnis wahrscheinlich sogar. Also nee, wir müssen uns nicht dafür entschuldigen. Weiter, jetzt nicht mehr hier liegen bleiben, sondern weiter. Habt ihr alles Leute. Geholt, was wichtig Habt ist? Habt ihr die SKS, die Munition aus der Knarre genommen? Ja, weiter geht's, Leute. Bitte. Wenn ihr sagt, weiter, der hat Mosin-Muni, ne? Mosin? Oh, was? Ja. Okay, dann nehme ich die ist aber zerstört, die ist zerstört. Ja, die muss man doch... Aber die kann man teilen. Das müssen, wissen wir doch. Das wissen wir doch mittlerweile. Denn. Einer muss für mich eben die Sicherung übernehmen. Ich habe gerade... Ja, mache ich. Ich mache die Sicherung in die Straße. Genau, und ich habe den Blick warte, hier... Warte, ich teile das mal kurz. Nee, mach das nachher. Pack die jetzt einfach ein. Ja, lass uns mal hier abhauen. Wir haben hier geschossen. Okay, gut, dann gehen wir erstmal in die Sicherung. Okay, Benni, wo lang geht's? Hier durch? Alles durch klar. Die Gasse. Aber Abstand lassen. Abstand lassen. Ja. Hier ist gefährlich. Erste. Tommy zweiter. Komm, Tommy. Ja, geh wo durch. Der herkommt, kommen noch mehr wahrscheinlich. Und jetzt gehe ich mit dem Curry, ne? Geh du mal vorne, dann komme ich nach. Gib uns einen Anhaltspunkt. Wo treffen wir uns? Einfach erstmal geradeaus. Ja, aber lasst uns immer so Punkte absprechen, das ist auch ganz gut. Wir laufen im Notfall sammeln. Das Haus mit der blauen Tür. Das Haus mit der blauen Tür ist der aktuelle Sammelpunkt. Nein, dann lass uns den Durchgangstunnel hier treffen. Rechts. Das ist ein guter Punkt. Vorsicht, da hinten ist wer? Zombies, oder? Ja. Ja, das sind Zombies. Okay. Linke Seite, ich übernehme die linke. Ich gehe hier hinten an der Mauer lang, um zu sagen, ob ich kann da was ich Gutes sehen. Linke Seite sehe ich spontan nichts. Ich sehe gar keinen Gegner. Vor dem Gebäude nicht. Oh, das ist aber ein neues Gebäude, oder? Das zerstörte? Am Marktplatz, nee. Das ist mit so einer Uhr. So ein goldenes... Ah ja, stimmt. Kein Zombie? Ich sehe aber kein Zombie. Ja, stimmt, das sieht richtig geil aus. Oder sind wir alle blöd? Nee, das ist neu. Was meint ihr jetzt? Das ist neu. Okay, wir können hier nicht stehen bleiben, Freunde. Wir gehen mal zu dem Haus, würde ich sagen. Benni, gib den Ton an, komm. Nee, lass nicht zu dem Haus.
Wir gehen hier nach rechts durch das blaue Tor. Alles klar. Ja. Was ist mit der Bar? Sollen wir die nochmal unter die Lupe nehmen für Essen? Nee, die ist offen. Die ist schon offen. Okay, alles klar. Lass mal sein. Boah, das ist der Dennis, Alter. Zombie links, 11 Uhr. Auf 12 Uhr ist auch ein Zombie. Ja. Ja. Hier könnten wir wahrscheinlich auf uns aggro werden gleich. Ey, nee, die stehen alle nicht auf. Komisch. Da ist ein Zombie irgendwo. Jetzt kommt er. Er wählt die Axt nicht aus. Bei mir gerade auch nicht. Er leckt rum. Oh nein. Ja, ich gelbe Kette durchgestrichen. Ich auch. Kann seinerseits neu starten. Wir bewegen uns ja nicht. Ich glaube, wir werden jetzt vom Server fliegen und sehen uns in wenigen Sekunden zurück. Bis dann. Wieder. Weiter geht's hier mit Daisy. Da sind wir auch wieder nach dem kurzen Serverunterbrechung direkt wieder an derselben Ort, selbe Stelle, selbe Welle am Start sozusagen. Ja, machen noch ein paar Minuten jetzt. Haben zwar schon da ein bisschen brenzlige Situation überlebt, gerade mit dem einen Typen, aber... Ich bin das, nicht erschrecken. Ich bin auf zur nächsten Mauer gerannt übrigens, nur zur Info. Ja, ich bin hinter dir. Okay, alle da? Ja. Ja. Wer sich jetzt gewundert hat, der Server super, startet Benni. Halt alle 20 oder... Nee, alle 2 Stunden. Nee, alle 4 Stunden stand alle da gerade. Alle 4 Stunden. Ja, aber das Gute ist, wenn er neu gestartet ist, sind jetzt die Sachen wieder hier. Das heißt, wir könnten theoretisch hier gut looten. Gut, das sieht auch so cool aus mit dem Flugzeug, ey. Ein Nachteil hat das Ganze aber, wenn da irgendwo Türen geöffnet sind. Ich nehme die linke Tür, Benni, okay? Okay. Ich gehe in die Bar. Ah, super, schon was zu crazy. Ken Beans, einfach rein damit. Ken Spaghetti. Hier sind Bandagen und ein alten Health Pack. Ah, immer mitnehmen, wenn du kannst. Auch jemand Handschuhe? Ich bin schon ziemlich voll. Ist nur noch eine Mütze. Auf der anderen Seite der Straße sehe ich nichts aktuell. Ich sehe auch wir müssen echt noch essen und dann die große Schlacht Elektro. Und da looten wir uns dann die M4s zusammen, wenn wir die Typen abschießen. Aber ich habe ein bisschen Bauchschmerzen, mit 10 Schuss nach Elektro zu gehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber wir müssen eigentlich jetzt wieder gut Schuss finden, eigentlich, auf dem Weg dahin. Wir sind Kinderrucksack, falls wir wissen. Kleiner. Aber in die Schule. Hier von hier oben habe ich einen guten Blick. Weiter. Da ist nichts mehr. Hier ist ein mieses Versteck eigentlich, sogar hier das Haus, wo ich gerade bin. Okay, warte, lass uns zusammen auf die Straße gehen. Ich gebe euch Deckung. Hier lohnt sich nichts. Weitergehen. So eine blaue Jacke und einen Scheiß. Warte mal. Okay, weiter geht's. Wir müssen auf den Walle warten. Jungs, ich bin noch nicht da. Ich habe hier noch eine Spritze, brauchen wir nicht. Da hinten liegt auch noch irgendein Krempel. Was denn? Ach, Portable Gas Stove. Okay, ich bin draußen. Höre du die Rückseite, ich nach vorne, ja? Ich mich schießen. Da ist ein Zombie hinten, nicht wundern. Da sind mehrere Zombies hinten hinter dem... Seid ihr hinten wieder raus oder seid ihr raus? Kommt zu uns. Warte mal. Ich hab euch. Hier, wir sind immer noch hier. Ja, so ein paar strategische Optionen haben wir jetzt endlich mal getroffen. Obwohl die Nummer mit dem einen Typen, das hätte auch ganz anders ausgehen können. Ein bisschen schlecht haben wir da auch wieder reagiert, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, da haben wir erst zu lange überlegt. Müssen. Wir hätten sie vorne schießen müssen. Leider ja, ich werde ja immer abgedroschen, aber ich muss dem Dennis da recht geben. Naja, die meisten Leute wollen eigentlich das... Nein, lohnt sich nicht, alle zusammen reinzugehen. Ich gehe in die nächste Tür. Aber jetzt ist hier natürlich echt Schlaraffenland teilweise. Ist ein Can-Opener? Ja, mitnehmen. Oh, ey, hier ist ein Brown Hoodie. Zieh dir den mal an, Tommy. Damit du mehr in unserem... Du bist ins Haus hier, rechts hier, daneben, da, ne? Hier. Da liegt der rechts. Wenn du rechts um die Ecke gehst, hast du den direkt. Jo. Komm mit dir. Warum ist hier die Tür auf? Ja, das ist auf jeden Fall besser. Der ist auch viel unauffälliger als das blaue Ding da. Ja, ist perfekt. Wir können auf jeden Fall mal in der Polizeistation vorbeischauen. Da wird's Muni geben, denke ich mal. Da kommt ein Zombie auf uns zu. Ich gehe gerade mal in das Haus da vorne. Warte mal, habe ich da wen gesehen gerade? Da bin ich drin. Wo die Maschine ist, okay. Mhm. Da bloß, da liegt ein Helm. Nee, ist leider nur was zu trinken ein Bandana-Ding. Ja, aufpassen, der Zombie wird jetzt kommen. Ein Zombie hat sich aktiviert. Ja. Ja. Nimm die Axt. Notfall bin ich am Start. Nee, da ist nichts. Okay, pass auf, er kommt. Durch die Wand? Okay, nee. Ich sehe ihn nicht. Ich stehe hier vorm Haus, also ich hack gerade auf ihn ein. Okay, mein fertig, das Luder. Dann nehme ich wieder die SKS, nur zur Information. Ich habe jetzt keine Axt mehr. Okay, das war's. Okay, hier liegt theoretisch... Ja, ich habe auch nochmal trinken. Wart ihr schon Jeans. Oben? Ja, scheiße. Oben waren alle schon, ja. Lohnt sich nicht. Ach, die Tür ist offen, weil man die gar nicht zumachen kann. Hier liegt theoretisch noch eine Hose, falls sie wärmen will, aber... Ja. Drauf geschissen. Ja, weiter geht's, oder? Ja, okay, Benni, wo bist du? Wohin? So. Ah, da vorne ist er raus. Überlege, am besten hier, damit wir irgendwo durchkommen. Nee, blöd. Doch, man kann hier durch den Zaun. Ja, gehen wir da durch. Warte mal, da hinten. Wo ist hin?
Nee, ich dachte, ich hätte was gesehen. Also wie gesagt, auf jeden Fall bei der Polizeistation vorbeischauen. Ach ja, die ist da vorne. Genau, da laufen wir direkt auf zu. Okay. Wo lang jetzt? Ich bleib beim Benny. Nicht da lang gehen, ihr geht auf der anderen Seite lang. Achtung, Zombie. Ja, schon gesehen. Ich nehme mal die Axt in die Hand. Nicht, dass jetzt einer uns umhaut. Vorsicht, du rennst voll drauf los. Ja. Okay. Ich habe die Axt nicht genommen, weil der hat sich nicht aktiviert. Gehen wir am besten rein, direkt. Okay, rein. Tür ist zu. Ja. Waffe gezückt. Ich deck die rechte Seite, Leute. Geht rein. Hinten Zombie. Aber der ist der ist sicher. Werde hier weggelaufen. Die Etage gucken. Der Zombie bewegt sich. Ich weiß nicht, ob der sich auf uns bewegt. Moment, nein, der nicht. Bewegt sich in die rechte Richtung, Freunde. Ich glaube, da ist jemand. Behalte ihn im Auge. Behalte im Auge. Ja, ich muss reingehen, weil sonst werde ich hier gleich niedergestreckt. Habe ich Schüsse gehört? Ne, der kommt tatsächlich zu uns. Hier, bleib mal oben. Unten ist nichts, Leute. Zombie kommt zu uns. Der Zombie kommt zu uns. Ich weiß nicht, zu wem er rennt. Der ist vorbeigelaufen. Oder der glitscht wieder durch die Wand. Hier ist ein roter Hut. Okay, hier ist der SKS. Oh Mann, ich hasse es. Alter, zwei? Ja, cool. Nee, ich muss ihn draußen killen. Ja, ich schlag gerade den Zombie platt. Zumindest probier's. Okay. Alter. Geht's? Vorsicht, Jungs, bleibt mir da aus der Kurve. Du blutest. Ja, ihr müsst mich gleich mal bandagieren, bitte. Ja, kriegen wir hin. Ja, also. Mann, der ist immer noch nicht platt. Weg, weg, weg. Alter, das ist doch scheiße, wenn die so durch die Wände glitschen. Ich muss raus. Ich kann hier nicht kämpfen. Zombie ist tot. Plus. Hab ihn gekillt, das war ich. Ja, mach nochmal den nächsten. Aber der blutet, sonst ist er gleich. Ich muss das jetzt verbinden. Na, du, okay, komm rein, verbinde dich in den Raum, bitte. Ey, da unten ist ja noch einer. Da unten ist noch ein Zombie. Warte, lass ihn kommen. Log ihn mal weg. Ich muss nach oben. Oh, er steht genau unter mir. Nicht hauen, bitte nicht hauen, sonst bin ich sofort tot. Hast du Bandagen oder hast du? Ja, warte, ich hab noch ein bisschen was. Ich guck mal gerade auch mein Dingsback, wenn ich mich bandagiert hab. Shit, das war knapp. Mann, das ist aber auch echt ätzend mit den Glitches, ne? Mhm. Zombie kommt hoch. Ich bin da wie in dem Haus. Ey, gut, ich bin noch energized und hydrated. Mit ein bisschen Glück bin ich da. Vorsicht, Leute, bitte nicht vor die Waffe gehen. Sonst irgendwie hat das nicht funktioniert. Doch jetzt. Ja, ich glaube, ich schieß. Ja, ist okay. Scheiß drauf. Ey, das waren plötzlich drei. Ja, hier sind noch mehr unten drin. Ja, das sind so viele Spieler immer noch hier drauf. Das ist echt beängstigend. Da hat er gerade getroffen. Boah. Was ist das? Alter. Ich sag doch, ja. Alter. Vorsicht. Alter. Alter, ich stand in der Wand. Ja, aber du hast mich beinahe erwischt. Das war haarscharf. Boah, ich hab eine Map gefunden. Da kann ich sogar drauf gucken. Die habe ich auch gerade gefunden, aber ich wusste nicht, ob das geht. Oh Mann, ey. Ja, die kann man jetzt anschauen. Ja, das geht schon lange. Eigentlich schon immer. Boah, das wusste ich gar nicht. Curry. Also ich meine, ich habe nur einen Teil der Map gefunden. Also nicht den ganzen Teil. Man hat immer nur einen Teil, stimmt. Ich guck gerade mal aus dem Fenster, aber ich glaube, ich mache nichts aus. Ich würde sagen, wir machen hier mal ein kleines Päuschen. Sind gerade mal in Sicherheit hier in der Polizeistation. Ja. Und vielleicht finden wir hier noch was, aber ich glaube, ihr habt ja alles leer gelootet und ich glaube, hier ist noch nicht viel, ne, leider. Nee. Nee, schade, manchmal findet man ja echt so eine M4 oder sowas in diesen Hütten. Wovor sie schon ganz oben? Ja, ich war schon ganz oben. Hier ist eine Schrotflinte. Und ein 30er Magazin für die M4, falls das wer braucht. Nee, eine SKS ist hier. Eine Schrotflinte. Pass auf, ein Zombie kommt wieder. Sieht nur so aus, wenn sie so in der Wand steckt. Lustig. Ja. Okay, ich würde sagen, machen wir hier ein Päuschen und wir sehen uns wieder in der nächsten Episode von Let's Play DayZ. An diesem Ort und an dieser Stelle. Bis dahin. Ciao. Auf der gleichen Welle. Ciao.